blockiert. Ja, herzlichen Dank. Wir sind zurück hier im Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Und es wird hier debattiert auf Antrag der FDP-Fraktion um die Streckensperrung der Rheintalstrecke im Jahr 2017. Da ist ein Unfall passiert, seinerzeit auf der Bahnstrecke am 12. August vergangenen Jahres. Und danach gab es dann eine längere Streckensperrung. Und die FDP möchte nun wissen und hat die Bundesregierung aufgefordert, sie möge darstellen, wie das denn passiert sei, wie sie das Krisenmanagement der Bundesbahn an dieser Stelle einschätzt. Das also ist im Moment die Debatte. Und im Plenum spricht der Abgeordnete Wolfgang Wiele für die AfD-Fraktion. Es ist genauso richtig, dass Überholgleise, die in den vergangenen 2 oder 3 Jahrzehnten abgebaut wurden, jetzt bitter fehlen. Doch es fehlen offensichtlich auch Lokführer, die Streckenkenntnisse haben, die über den täglichen Einsatzbedarf hinausgehen und die Fahrzeugbaureihen bedienen können, die sie nicht jeden Tag fahren. Wenn man hier Reserven haben will, die man im Falle großer Störungen einsetzen kann, darf man bei der Ausbildung nicht den Rotstift ansetzen. Das Kernproblem ist bei allen diesen drei Punkten eine kurzsichtige Betrachtung eines Bahnbetriebs, der auf Kante genäht ist. Hier kommt schnell der Verdacht auf, dass kurzfristige Optimierungen einer langfristigen Sichtweise vorgezogen wurden, die sich an einem nachhaltigen und dauerhaft funktionsfähigen Bahnbetrieb orientieren muss. Mitverursacht wurde das durch eine Privatisierung ohne ausreichende Kontrolle. Und davon sprechen Sie aber wohl nicht, weil das an Ihrem politischen Leitbild einen kräftigen Kratzer hinterlassen könnte. Auch die Planung des Bauvorhabens selbst unterlag anscheinend einem ungesunden Sparzwang. Denn sonst wäre man nicht unnötige Risiken eingegangen. Deshalb frage ich mich, warum wurde auf eine bauliche Sicherung der oberirdischen Gleisanlagen verzichtet? Weshalb setzte man bei der Unterquerung der Rheintalbahn auf ein Vereisungsverfahren, welches in einem Tunnelabschnitt dieser Länge vorher noch nicht angewendet worden war? Aus welchem Grund entschied man sich damit auch gegen die Bauweise, die der Ausschreibungstext noch vorsah? Dort war noch davon die Rede, dass man die Unterquerung der Bahnlinie von einem zweiten Schacht aus startet. Die Infrastruktur, meine sehr verehrten Damen und Herren, dient der Daseinsvorsorge. Übertriebenes Sparen führt hier nicht zum Ziel, wie der Fall Rastatt zeigt. Auch auf anderen Gebieten sollte uns das eine Warnung sein. Die Privatisierung der kommunalen Wasserversorgung, wie sie von der Europäischen Union betrieben wird, muss keineswegs eine Verbesserung der Verhältnisse bringen. Auch bei der Überführung der Bundesfernstraßen in die geplante Infrastrukturgesellschaft ist große Vorsicht geboten. Und für Bauvorhaben im Schienennetz bedeutet diese Erkenntnis, bei der Planung muss die Sicherheit der Bauausführung im Vordergrund stehen. Die Havarie von Rastatt zeigt deutlich, wie teuer es werden kann, wenn man auf wichtige Sicherungsmaßnahmen verzichtet. Es müssen verstärkt allgemeine Notfallkonzepte entwickelt werden. Unfälle und Unglücke können schließlich an jedem Punkt des Schienennetzes passieren. Die Bahn muss ihre personellen Kapazitäten erweitern. Umfassende Ausbildung hätte die Suche nach Strecken- und fahrzeugkundigen Lokführern nach der Streckensperrung erleichtert. Nutzen wir also die schlimme Erfahrung der Katastrophe von Rastatt auch ganz allgemein, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Infrastruktur ist Daseinsvorsorge. In notwendige Planungen im wohlverstandenen langfristigen Sinn müssen wir investieren. Aber auch die Privatisierung darf nicht zum Selbstzweck werden. Die AfD-Fraktion sieht der Beratung im Ausschuss mit großem Interesse entgegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Rede von Wolfgang Wiele war das für die AfD-Fraktion. Nach ihm jetzt Martin Burkhardt für die SPD.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zur Tunnelhavarie in Rastatt haben wir bereits am 4. September 2017 ausführlich diskutiert. Ich will das nur sagen, damit nicht der Eindruck entsteht, die FDP muss erst wieder kommen, damit wir darüber reden. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Wir nehmen heute noch mal alle mit nach Rastatt. Wir haben ja schon einiges gehört, was vorgefallen ist. Wir haben damals die Vorstände der DB Netz AG, Dr. Rompf und Dr. Schaffer, bei uns gehabt. Und vor 8 Monaten wurde also erklärt, wie es am 12. August zu dieser Gleisabsenkung bei den Tunnelarbeiten kam. Damals war es so, dass die Besatzung der Tunnelvortriebsmaschine eine Veränderung der Tunnellage erkannt hat, was gut ist, und umgehend den Fahrdienstleiter informiert hat und die Strecke umgehend sofort gesperrt wurde. Das dauerte ganze 3 Minuten. An der Strecke gab es eine viergliedrige Überwachung. Zum einen innerhalb der Tunnelvortriebsmaschine, aber auch oberirdisch gab es ein sensorisches, aber auch ein tachymetrisches Messsystem und schließlich eine Überwachung der Baustelle rund um die Uhr im Übrigen durch den technischen Berechtigten, den gab es schon. Eine erste optische Veränderung an der Streckenanlage wurde am Tag der Havarie nach ca. 1,5 Stunden festgestellt. Es lässt sich also zusammenfassend sagen, das Schienenkonzept ging auf. Es bestand zu keinem Zeitpunkt, das hat der Herr Staatssekretär schon geschildert, Gefahr für Leib und Leben. Das ist die gute Nachricht. Und ich will deshalb auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die besonnen gehandelt haben und schnell gehandelt haben, herzlichen Dank sagen, dass hier nichts passiert ist. Für den Schienengüterverkehr allerdings standen dann 3, man muss sagen, nur 3 Umleitungsstrecken zur Verfügung. Eine ging über Österreich, eine über die Gäubahn mit einem aber nicht elektrifizierten Abschnitt, wo Dieselverkehr stattfindet, und die grenznahe Strecke nach Frankreich, zusätzlich der Rail Freight Corridor 2, der aber komplett über Frankreich geht. Jedoch, wir müssen sagen, grenzüberschreitende Ausweichstrecken sind ja schön und gut, doch müssen dann auch ausreichend Lokführer da sein. Und nicht nur das, sondern sie müssen dann auch Sprach- und Streckenkenntnisse haben. Und das war leider nicht immer der Fall. Es gab auch innerdeutsche Ausweichstrecken, aber die konnten nicht von allen Kunden benutzt werden im Schienengüterverkehr. Der Grund: als Ausweichstrecken standen vor allem nicht elektrifizierte Trassen zur Verfügung, für die Diesellokomotiven benötigt werden. Die Nutzung der Umleitungen lag Anfang September dementsprechend nur zwischen 20 und 60%. Das eigentliche Problem war also weniger, kurzfristig ausreichende Ausweichstrecken zur Verfügung zu stellen, sondern wie diese genutzt werden. Es zeigt sich also zurückblickend, die Deutsche Bahn war auf einen Super-GAU, auf einer Hauptschlagader des europäischen Güterverkehrs nicht ausreichend vorbereitet. Und ich sage hier, Herr Pofalla, aus Schaden wird man klug. Er ist nämlich der verantwortliche Netzvorstand, und das sollte er sich auch besonders zu Herzen nehmen. Die Wiederinbetriebnahme der Strecke war für den 7. Oktober vorgesehen. Da ist es erfreulich, dass es 5 Tage vorher geschafft wurde. Und was bedeuten 5 Tage? Auf dieser Strecke, muss man wissen, fahren täglich rund 200 Güterzüge auf diesem Korridor zwischen Karlsruhe und Basel. Das heißt also, 5 Tage, dadurch konnten 1000 Zugausfälle vermieden werden. Immerhin. Jetzt haben wir ein Gutachten vor 5 Tagen bekommen, das im Auftrag des Netzwerkes Europäischer Eisenbahnen die volkswirtschaftlichen Schäden dieser Havarie untersucht hat. Da spricht man davon, dass es mindestens 2 Milliarden Euro für die europäische Volkswirtschaft an Schäden entstanden seien. 2 Drittel der Güterzüge mussten in der Tat ausfallen oder umgeleitet werden. Das restliche Drittel, also 2 Drittel ausfallen, 1 Drittel umgeleitet. Und es waren natürlich enorme Gütermengen, die dann von der Schiene leider auf die Straße und auf die Wasserstraße gekommen sind. Insgesamt, das müssen wir feststellen, von der vermutlich größten Streckensperrung im deutschen Netz seit dem Zweiten Weltkrieg waren über 8000 Güterzüge betroffen. Und ich sage hier, meine Damen und Herren,
Besonders schlimm finde ich aber, dass wir ohne Tunnelhavarie jeden Tag zwischen 50 und 100 Güterzüge rumstehen haben, aus verschiedenen Gründen. Und da, lieber Bahnvorstand, da gilt es auch zu handeln. Und ich bin der Ansicht, dass man Unternehmen, die ihre Transporte von der Straße auf die Schiene bringen, dass wir die nicht vollständig im Regen stehen lassen dürfen, wenn es um die finanziellen Risiken geht. Da ist die Diskussion des Notfallfonds. Ich halte dies für einen nachdenkenswerten Vorschlag, den wir vielleicht auch im Ausschuss dann noch diskutieren können. Denn es ist richtig, nach Rastatt ist vor Rastatt. Und deswegen dürfen wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir werden die Digitalisierung der Schiene vorantreiben. Wir werden den Ausbau der europäischen Leit- und Sicherungstechnik, ETCS hier das Schlagwort, vorantreiben. Elektronische Stellwerke, Umrüstung der Lokomotiven werden wir durch den Bund unterstützen. Und um Ausweichstrecken im Fall der Fälle nutzen zu können, ist die Elektrifizierung von besonders großer Wichtigkeit. Das hat Rastatt ganz klar gezeigt. Ohne Elektrifizierung haben wir halt nicht diese Ausweichmöglichkeiten. Und deshalb, bis 2025 wollen wir 70% des Schienennetzes in Deutschland elektrifizieren. Das haben wir vereinbart im Koalitionsvertrag. Und ich sage, Herr Staatssekretär Bilger, das schaffen wir. Ich gehe davon aus, dass das Ministerium massiv schon daran arbeitet. Und es gibt noch einen zweiten Handlungsbedarf. Die Koordination bei den internationalen Abstimmungen muss unbedingt verbessert werden. Da gebe ich Ihnen recht, Herr Kollege Jung. Mein Dank gilt deswegen ausdrücklich der Schweizer Verkehrsministerin Doris Leuthard und der Schweizer Bahn, die viele abgestellte Züge auf der Schweizer Seite zu managen hatten. Und deshalb begrüßen wir auch die von der DB Netz AG mit anderen europäischen Schienennetzbetreibern ausgearbeiteten besseren Notfallplan, ein Notfallhandbuch. Es ist in Arbeit, der Staatssekretär hat darauf hingewiesen. Und dann kann man sagen, hoffentlich ist nach Rastatt nicht vor Rastatt. Und deswegen, Herr Kollege Jung, vielleicht finden wir dann im Ausschuss auch noch einen gemeinsamen Nenner. Ich will Ihnen sagen, der Antrag ist so schlecht nicht. Vielen Dank. Martin Burkhardt war das für die SPD-Fraktion, der hier durchaus hingewiesen hat auf Probleme der Bahn und auch Zusammenarbeit angeboten hat in Richtung auf die Antragstellen der FDP. Weiter geht es mit Sabine Leidig, Sprecherin für Bahnpolitik der Linksfraktion. Wer es ernst meint mit den Klimazielen, der muss dafür sorgen, dass Gütertransporte von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Wir haben als Linke dazu wirklich viele konkrete Vorschläge auf den Tisch gelegt. Und es ist höchste Eisenbahn, dass auch der Verkehrsminister die Bahn mit voller Kraft unterstützt und nicht immer wieder eine Leerstelle hinterlässt. Im August 2017 bricht eine Tunnelbaustelle auf einer der meistbefahrenen Bahnstrecken Europas zusammen. Bei Rastatt, dem im Ingenieurstolzen Baden-Württemberg, peinlich. Dann bricht das Chaos aus. Wir haben es schon gehört, der Zugverkehr wird wochenlang praktisch eingestellt. Ausweichrouten existieren kaum oder sind gerade wegen Bauarbeiten gesperrt. Fahrgäste werden in Busse verfrachtet und 8.200 Güterzüge bleiben stehen. Der Zuständige damals, Herr Pofalla, blieb in der Zeit weitgehend unsichtbar. Und die Beschäftigten haben wirklich schwer gelitten, weil aus dem Beschwerdemanagement nur Serienbriefe verschickt wurden und natürlich die Beschäftigten den Frust der Fahrgäste, die da betroffen waren, aushalten mussten. Ich finde, das ist völlig inakzeptabel. Ein gutes Krisenmanagement sieht anders aus. Und die Bundesregierung als Eigentümerin der Deutschen Bahn darf diese Angelegenheit nicht aussitzen. Deshalb ist es gut, dass die FDP mit dem Antrag die Sache wieder auf die Tagesordnung gesetzt hat. Wir stimmen auch völlig Ihren Forderungen zu, nach Aufklärung, nach Transparenz. Auch selbstverständlich setzen wir uns dafür ein, dass das Bahnnetz zügig ausgebaut und modernisiert wird, damit es auch wieder Ausweichstrecken gibt. Aber der Unfall wirft natürlich noch ein weiteres Licht
auf ein jahrelanges Versagen der Bundesregierung. Diese Rheintalstrecke hätte nämlich schon längst fertig sein müssen. Die Tatsache, dass dort überhaupt noch Baustelle herrscht, ist ein Vertragsbruch und ein Wortbruch der Bundeskanzlerin. Auch das darf das Parlament nicht einfach akzeptieren. Die Bundeskanzlerin hat ihr Wort gebrochen bei diesem zentralen Projekt für den Schienenverkehr in Europa, der zur Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene, vor allem im Alpenraum, gebraucht wird und stattdessen Prestigeprojekte wie die Neubaustrecke Ulm-Wendlingen und vor allen Dingen Stuttgart 21 gepusht. Auch dazu mal ein ernstes Wort. Dieser Tunnel in Rastatt war ein vergleichsweise einfaches und überschaubares Tunnelbauprojekt. Dort ist aus unerfindlichen Gründen plötzlich die Technik geändert worden, die man angewendet hat. Kein Mensch weiß, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Tatsache ist, dass mit demselben Verfahren bereits bei vorhergehenden Tunnelprojekten vergleichbare Schwierigkeiten aufgetreten sind. Und hinzu kommt, dass eine Verwirrtaktik über diese Unglücksursachen verbreitet wurde. Erst hieß es, es sei eine innovative Neuerung, die dort verwendet wurde und deshalb sei man in diese Schwierigkeiten geraten. Dann wurde davon geredet, dass man überhaupt keine Schuld trage, weil es sich um eine ganz bewährte Methode handelt. Und ich kann Ihnen sagen, wenn bei diesem Rastatter Tunnelunglück schon eine solche Verwirrtaktik, Intransparenz und ein solches Komplettversagen eintritt, was erwartet uns bei Stuttgart 21? Ein ungleich viel größeres Projekt. Und es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass das zentrale Gutachten, Sie können jetzt herumschreien, aber Sie können mir auch zuhören und vielleicht was lernen. Das zentrale Gutachten im Zusammenhang mit den Risiken der Tunnelbauwerke in Stuttgart wird wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Wir haben mehrfach versucht, dieses Gutachten öffentlich zu machen. Sie verweigern es. Der Minister droht mit Klage gegen die Bahn. Und das ist wirklich inakzeptabel. Und Sie verhöhnen damit die Öffentlichkeit. Und ich finde, Stuttgart 21 muss endlich ein Umstiegsprojekt werden. Die Linke fordert darüber hinaus, dass die Unternehmen entschädigt werden. Die Bundesregierung hat, ich komme zum Schluss, hunderte Millionen für Elektroautos. Da müssen auch hunderte Millionen für die Unterstützung der Güterzugunternehmen in der Kasse sein. Und es müssen endlich faire Wettbewerbsbedingungen hergestellt werden und nicht immer zugunsten der LKWs entschieden werden. Wir brauchen die Verkehrswende für den Klimaschutz und für Lebensqualität. Die Ankündigung des Redeendes ersetzt dieses nicht. Ja, meine Damen und Herren, soweit also Sabine Leidig, die Sprecherin für Bahnpolitik der Linksfraktion. Und Sie haben es gehört, Stuttgart 21 ist immer noch und stets ein Reizthema, sobald es erwähnt wurde. Hebt das Gemurre und die Zwischenrufe im Hohen Haus an. Weiter geht es mit Matthias Gastel, Sprecher für Bahnpolitik der Bündnis Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, stellen Sie sich einmal vor, ganz unvorbereitet muss eine Autobahn gesperrt werden. Im Verkehrsfunk heißt es, eine Umleitungsempfehlung können wir leider nicht aussprechen. Autofahrer sollen besser zu Hause bleiben, damit wenigstens ein Teil der möglichen Umleitungsstrecken für einige der Güterzüge bzw. der Lkw in dem Fall frei bleiben. Die Sperrung der Autobahn wird 51 Tage dauern. Sie meinen, das ist nicht vorstellbar? Ja, für die Straße, für die Autobahn ist es nicht vorstellbar, aber für die Schiene, wir mussten es nach dem Baustellenunfall von Rastatt sehen, ist genau das Geschilderte passiert. Eine der wichtigsten Strecken für den Personen- und für den europäischen Güterverkehr musste gesperrt werden. Umleitungsstrecken waren entweder deswegen nicht verfügbar, weil sie ebenfalls wegen Baustelle gesperrt waren, oder aber weil sie eingleisig oder nicht elektrifiziert sind, nicht ausreichend leistungsfähig waren. Um wenigstens Teile des Schienengüterverkehrs fahren zu lassen, wurden einzelne Personenzüge gestrichen. Güterzüge stauten sich weit vom Norden her zurück. Was auf Lkw verlagerbar war, wurde auf der Straße abgewickelt. Der Schaden wird auf über 2 Milliarden Euro eingeschätzt.
Teile des Schienengüterverkehrs wurden langfristig auf die Straße verlagert. Wir haben einen maximalen Vertrauensverlust in die Verlässlichkeit der Schiene zu beklagen. Das alles hat Gründe. Seit 1992 wurde das Straßennetz in Deutschland um 40% ausgebaut. Im gleichen Zeitraum wurde das Schienennetz um 20% geschrumpft. Und wenn man in den Bundesverkehrswegeplan schaut, dann stellt man fest, die Straßenbauorgie in Deutschland geht weiter. Eineinhalb Jahre nach Verabschiedung des Bundesverkehrswegeplans werden überall in Deutschland munter neue Straßen geplant. Von den 46 Schienenprojekten im potenziellen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans sind heute nach eineinhalb Jahren gerade einmal 5 Schienenprojekte abschließend bewertet worden. Baden-Württemberg ist ein gutes Beispiel für die Totalverweigerung der Bundesregierung in Sachen Ausbau der Schienenwege. Von der Gäubahn abgesehen sind alle vom Land Baden-Württemberg beim Bund angemeldeten Schienenprojekte abgelehnt worden. Kein einziges weiteres Projekt ist in den vordringlichen Bedarf aufgenommen worden. Auch solche Projekte, die für den Ausbau angemeldet wurden, wurden abgelehnt, die für die Umleitung bei der Sperrung der Rheintalbahn notwendig gewesen wären. Wenn etwas vorangehen soll in Deutschland in Sachen Ausbau der Schienenwege, dann geht es nur dann, wenn die Länder eigenes Geld in die Hand nehmen, um Bundesschienenwege auszubauen und zu ertüchtigen. Und das nenne ich einen wirklichen Skandal. Meine Damen und Herren, der Koalitionsvertrag zeigt die ein oder andere positive Passage zum Thema Bahn auf. Aber Kollege die große Gastel, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus Bitte der schön. AfD-Fraktion? Bitte schön. Wenn es hilft, schauen wir mal. Sie haben ja nun über Baden-Württemberg geredet. Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass in Baden-Württemberg eine grüne Landesregierung momentan die Geschäfte führt? Oh, lieber Abgeordneter der AfD, wir reden hier über Bundesschienenwege. Und das Land Baden-Württemberg hat jede Menge Schienenwege zum Ausbau angemeldet beim Bund, und der Bund hat diesen Ausbau abgelehnt. Baden-Württemberg gehört aber zu den Ländern, die eigenes Geld in die Hand nehmen, um Bundesschienenwege zu ertüchtigen und auszubauen. Genau das habe ich gerade ausgeführt, und ich habe es gerne für Sie noch mal wiederholt. Die Große Koalition geht nicht an die Strukturen ran, und genau das ist das Problem. Das Motto der Großen Koalition lautet: weiter so, mehr von allem. Mehr Straßen, mehr Schienenwege und vor allem mehr Flugverkehr. So, meine Damen und Herren, kann Verkehrswende nicht funktionieren. So wird der Anteil des Schienengüterverkehrs in Deutschland auch weiter bei unter 20% vor sich hindümpeln. Österreich, Schweiz und viele andere Länder zeigen, dass das erfolgreich auch deutlich anders funktionieren kann. Mit dieser Politik werden die Autobahnen immer voller mit immer mehr Lkw, die für Staus sorgen. Das gescheiterte Modell der Vergangenheit kann keine Lösung für die Zukunft bringen. Nötig ist die Stärkung der Schiene, die Engpassbeseitigung, der Bau von 740-Meter-Netzen für längere und wirtschaftliche Güterzüge, der Deutschlandtakt für den Güter- und für den Personenverkehr und natürlich auch die Digitalisierung. Die Sache ETCS, europäisches System, geht in Deutschland nicht voran. Wir haben noch nicht mal ein Konzept bei der Bundesregierung Kollege und Gastel, bei der Deutschen Bahn. Diese Vorschläge müssen Sie jetzt bitte in die Ausschussberatung stellen Sie verlagern. Das Signal für die Bahn endlich auf die Vorfahrt für die Schiene. Das ist dringend notwendig. Die Rede von Matthias Gastel, der sich hier beklagt und beschwert hat, dass der Straßenbau in Deutschland nach wie vor dem Ausbau der Schiene komme. Eine Verkehrswende sei so nicht zu erreichen. Nächster Redner Florian Ossner, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also Herr Gastel, das verwundert mich jetzt schon ein Stück weit. Sie waren selbst bei der
Ausarbeitung des Bundesverkehrswegeplans mit dabei, den wir verabschiedet haben. 42% von 270 Milliarden bis 2030 gehen in die Bahn, gehen in unsere Schienenstrecken. Das ist eine klare Botschaft für die Schienenwege in unserem Land. Aber nun zum Antrag der FDP. Der scheint mir doch ein Stück weit mit sehr heißer Nadel gestrickt worden zu sein. Man könnte frei ein Stück weit nach Christian Lindner sagen, lieber schnell einen Antrag schreiben, als einen guten Antrag zu schreiben. So steht darin, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung und die Deutsche Bahn dazu auffordern soll, zeitnah das Parlament mündlich und schriftlich darüber zu informieren, wie es zur Tunnelhavarie bei Rastatt am 12. August 2017 kommen konnte. Bereits am 5. September 2017, das war allerdings noch vor dem Einzug der FDP in den Bundestag und ist vielleicht deswegen Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, hatten wir hierzu eine Sitzung. Der vormalige Vorsitzende des Verkehrsausschusses, aber auch bereits unser Staatssekretär Steffen Bilger ist darauf eingegangen. In dieser Sitzung hat die DB Netz AG und Herr Staatssekretär Michael Odenwald vom Bundesverkehrsministerium den Ausschuss über die ersten Erkenntnisse und Ursachen des Unfalls berichtet. Diese ersten Erkenntnisse können Sie im Protokoll der 117. Sitzung nachlesen. Ja, liebe Liberale, ich kenne zwar nicht Ihre Definition des Wortes zeitnah, aber nach meinem Verständnis würde ich behaupten, dass dieser kurze Zeitraum von knapp 3 Wochen eindeutig hierunter fällt. Dafür, denke ich, gibt es oder hat es ein großes Dankeschön für die schnelle Reaktion der Verantwortlichen eigentlich verdient. Der schriftliche Bericht zur Tunnelhavarie von Rastatt wurde uns gestern auch seitens der Bundesregierung vorgelegt, sodass es auch hierfür keiner weiteren Aufforderung der Bundesregierung seitens des Parlaments mehr bedarf. Und Ihre Wünsche diesbezüglich, ich weiß gar nicht, was Sie so unzufrieden sind, Ihre Wünsche diesbezüglich bereits erfüllt sind. Weiter fordern Sie in Ihrem Antrag, dass zum besseren Management von Ausweichstrecken das Zugsicherungssystem und die Digitalisierung des Schienennetzes vorangetrieben werden sollte. Das ist aber absolut richtig. Auch hier kann ich als Berichterstatter für das Baustellenmanagement nur auf die eingangs erwähnte heiße Nadel verweisen. Ich bin mir sicher, liebe Kollegen von der FDP, Sie haben unseren Koalitionsvertrag aufmerksam studiert. So finden Sie auf Seite 78 folgende Passagen. Wir wollen die Digitalisierung der Schiene auch auf hochbelasteten S-Bahn-Strecken zum Beispiel vorantreiben und den Ausbau der europäischen Leit- und Sicherungstechnik ETCS als Stichwort, also das Zugbeeinflussungssystem, das heute schon mehrfach angesprochen worden ist, vorantreiben, sowie die elektronischen Stellwerke und die Umrüstung der Lokomotiven durch den Bund unterstützen. Die Automatisierung des Güterverkehrs und das autonome Fahren auf der Schiene wollen wir durch Forschung und Förderung unterstützen. Zitat Ende. Das ist doch, so finde ich, eine klare Aussage. Alle im Deutschen Bundestag Vertretenen sollten doch diese technologischen Verbesserungen in die Eisenbahntechnik für mehr Sicherheit und Mobilität unserer Bürger doch unterstützen. Sie haben auch die Kategorie potenzieller Bedarf mit angesprochen. Auch in meiner Heimatregion haben wir da ein wichtiges Projekt zwischen Landshut und Plattling. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Auch da werden wir mit großen Schritten vorangehen, diese zur Entscheidung zu führen. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns bereits in vielen Forderungen einig sind, dass wir diese angenommen haben und Ihr Antrag überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Positiv möchte ich zum Schluss noch das besonnene Krisenmanagement der Deutschen Bahn sowie des Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur unter der damaligen Leitung von Alexander Dobrindt, aber auch der heute sehr transparenten Behandlung dieser Angelegenheit durch den neuen Bundesminister Andreas Scheuer ansprechen. Herzliches Vergelt's Gott fürs Zuhören. Florian Ossner war das für die Unionsfraktion. Auch der nächste und letzte Redner gehört zur CDU-CSU. Es ist Michael Dohnt. Der letzte Redner in dieser Debatte ist der Kollege Michael Dohnt für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Unfall bei den Tunnelbauarbeiten an der Rheintalbahn und seine Folgen waren zweifelsohne ein
großes Unglück von dramatischem Ausmaß, auch wenn es zum Glück, und das möchte ich ausdrücklich anführen, keine Personenschäden gab oder gar Menschenleben gekostet hat. Aber der Schaden für die Wirtschaft ist immens. Ein diese Woche vorgelegtes Gutachten spricht von 2 Milliarden Euro. Immens waren aber auch die Beeinträchtigungen im Personenverkehr, der über Ersatzbusse abgewickelt werden musste, was die Fahrgäste, viele von ihnen davon Pendler aus dem Raum Rastatt, eine ganze Stunde mehr Reisezeit gekostet hat. Auch hier ist volkswirtschaftlich Schaden entstanden. Und die heikelste Diskussion wird für die Bahn und alle Beteiligten noch sein, wer am Ende für die dann bezifferten Schäden aufkommen muss. Aber anstatt nur über vergossene Milch zu weinen, möchte ich den Blick darauf richten, welche positiven Effekte der Unfall bei all dem Schaden auch gebracht hat. Die enormen wirtschaftlichen Einbußen, die die 6-wöchige Streckensperrung verursacht hat, haben nämlich der Öffentlichkeit deutlich gemacht, was für eine große Bedeutung der Schienengüterverkehr für ganz Europa hat und wie wichtig es ist, dass wir Geld in die Hand nehmen, um das Netz zügig auszubauen, damit wir Ausweichstrecken durchgängig elektrifizieren und damit wir den Schienengüterverkehr modernisieren, damit er effizienter wird. Und genau das haben wir im Koalitionsvertrag uns vorgenommen. Der Kollege Ossner hat es ja gerade wörtlich zitiert. Der Unfall hat auch gezeigt, dass mehr Europa auf der Schiene dringend geboten ist. Kollege Dont, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Leidig? Ja, bitte. Vielen Dank, Kollege Dont, dass Sie mir die Frage erlauben. Sie haben ja gerade noch mal deutlich gemacht, wie wichtig die Unterstützung des Schienengüterverkehrs ist. Eines der großen Versprechen kurz vor der Bundestagswahl auch von Ihrer Partei war, dass die Schienenmaut, also die Trassengebühren insbesondere für die Güterzüge, halbiert werden sollen. Wir haben jetzt gleich demnächst Haushaltsverhandlungen, und so wie ich den Verkehrsminister am Mittwoch in der Verkehrsausschusssitzung verstanden habe, wollte er von diesem Versprechen nichts mehr wissen. Ich frage Sie jetzt, ob das ein Versprechen ist, auf das sich auch die Unternehmen verlassen können und entsprechende Vorkehrungen im Haushalt getroffen werden. Sage ich gleich was dazu. Ja, vielen Dank, Frau Leidig, für die Frage. Sie haben völlig recht. Es ist ein wichtiges Anliegen, nicht nur des Verkehrsministers, sondern auch unserer Fraktion. Und ich nehme die SPD mit dazu. Und deshalb steht es ja auch so in unserem Koalitionsvertrag, dass wir den Schienenverkehr stärken. Es wurde schon gesagt, 42% der Mittel im Bundesverkehrswegeplan sind für die Schienenstrecken vorgesehen, obwohl sie kilometermäßig weit, weit hinter den Straßen zurückliegen. Und wir haben den Aktionsplan, Schienengüterverkehr mit der Industrie zusammen vereinbart, der viele Elemente enthält, die wir alle angehen wollen, weil sie nämlich dazu dienen, den Schienengüterverkehr nach vorne zu bringen. Und da gehört auch die Halbierung der Maut auf der Schiene für den Güterverkehr dazu. Wir haben nun den Entwurf des Haushalts noch nicht auf dem Tisch. Wir beklagen alle, dass er dieses Jahr erst so spät kommt. Wir werden dafür kämpfen, diese Zusage einzusetzen. Wir gehen dafür auch auf unseren Bundesfinanzminister zu, der da ja ein schweres Wort zu reden hat. Und ich sehe das Nicken in der SPD-Fraktion, die uns da unterstützt. Also wir haben an diesem Projekt, an diesem Plan, halten wir fest und wollen das auch durchsetzen. Der Unfall hat, wie gesagt, gezeigt, dass wir mehr Europa auf der Schiene dringend brauchen. Allein diese streckenmäßig relativ kurze Unterbrechung des Rhein-Alpen-Korridors
hat den gesamten Güterverkehr in Europa herausgefordert. Es gab Ausweichstrecken, aber die konnten nicht voll ausgelastet werden. Der Kollege Burkhardt ist darauf eingegangen, nicht nur wegen technischer Probleme, sondern auch wegen sprachlicher Barrieren. Denn während es im Luftverkehr normal ist und Standard auf Englisch einheitlich miteinander zu kommunizieren, muss man als Lokführer die jeweilige Landessprache beherrschen, in diesem Fall auf der linksrheinischen linksrheinischen Strecke eben Französisch. Für die Lokführer ist es also nichts mit Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Es gibt aber auch eine positive Entwicklung, dass sich seit diesem Unfall im europäischen Verkehrsnetz bei den europäischen Bahnen im Schienengüterverkehr viel bewegt hat. Die Deutsche Bahn zusammen mit den Kollegen aus Schweiz und Frankreich im Austausch sind und solche Großschadenslagen gemeinsam für die Zukunft besser zu managen. Kollege Dont, gestatten Sie eine weitere Frage oder Bemerkung des Kollegen Kühn? Na, ich glaube, das haben wir vorher schon bilateral am Tisch geklärt. Falls es zu schwäbisch war. Es ist auch bei diesem Unglück deutlich geworden, dass einige Dinge sehr gut funktioniert haben. Die Baustellenüberwachung, die 4 eingesetzten Messsysteme haben sofort reagiert, als die Gleisabsenkung kam, sodass keine Gefahr für Leib und Leben bestand. Das hat übrigens auch die Staatsanwaltschaft erst dieser Tage bestätigt. Die Deutsche Bahn und die Bundesregierung haben, und das wurde schon gesagt, den Verkehrsausschuss am 5. September ausführlich und transparent informiert und standen auch diese Woche nochmals für Fragen zur Verfügung. Daher, liebe Kollegen der FDP, es ist völlig unnötig, was Sie in Ihrem Antrag fordern. Es ist aber auch nicht falsch. Unnötig deshalb, weil die Berichte schon gegeben wurden, weil die Untersuchungen bereits laufen und weil die Pläne für eine Verhinderung einer solchen Störung für die Zukunft bereits erarbeitet wurden. Aber wenn der Antrag dazu geeignet war, um Ihnen, Herr Dr. Jung, Ihre erste Rede hier im Haus zu ermöglichen, dann soll es ja recht sein. Vielen Dank. Michael Dont war das für die Unionsfraktion, der letzte Redner in dieser Debatte zum Thema Rheintalsperrung. Es lag vor ein Antrag der FDP-Fraktion, die die Aufarbeitung dieser langen Sperrung der Rheintalbahn hier aufgearbeitet haben möchte und die auch das Notfallmanagement der Deutschen Bahn in dieser Situation gerne noch einmal hinterfragen möchte. Das wird nun im Ausschuss geschehen. Dieser Antrag, der ist hier in erster Lesung beraten worden.